Die Preußen-Highlights werden präsentiert vom guten Bäcker Krimphove. Ein guter Tag beginnt mit K. Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Aber was bald ist, interessiert uns nicht. Wir wollen wissen, was jetzt ist, denn jetzt ist das Spiel freigegeben. Der erste FC Bocholt von rechts nach links in Schwarz und Weiß. Preußen Münster ganz in Grün von links nach rechts. Feysulau nicht im Abseits gegen Lorenz. Wo wir gerade bei Aachen waren, das ist ein Ex-Aachener. Feysulau versucht Winking zu finden. Erster Abschluss und erste Parade von Maximilian Schulze-Nius. Feysulau, ungenauer Ball. Grote wutend für Teklapp. Teklapp bringt den hinten, wartet Wickham mit dem 0:1. Und das ist, ich wiederhole mich von letzter Woche, die Kaltschnäuzigkeit eines Tabellenführers. Dritte Spielminute, 0:1. Teklapp kann da, hat da Zeit ohne Ende. Der kann sich aussuchen, wo er die Flanke hinspielt. Und das ist ein Sahneball dann des gebürtigen Frankfurters. Wickel verschätzt sich, da muss er auf der Linie bleiben. Und Gerrit Wickamp erzielt sein 18. Saisontor. Marc Lorenz, ja, nicht verkehrt. Sebastian Wickel muss hin. Wenig Verletzte, wenig Gesperrte, sodass man eigentlich auf seine Stammelf, abgesehen von ein paar Wechseln, immer bauen kann. Buchama. Letzte Woche seine Torflaute beendet. Wickham. Wickham, Möglichkeit für Remberg. Und dann ist Wickel zur Stelle. Ah, nach einer kleinen Pause wieder eine Tormöglichkeit. Hahn hat da, der kann überlegen bis morgen früh. Lorenz. Flanke kommt für Teklapp. Henoch, Teklapp 0:2. Das geht dann auch irgendwo zu einfach. Teklapp kann den Ball ganz in Ruhe annehmen und sich aussuchen und fragen. Hör mal, Wickel, wo willst du denn hinhaben? Und dann kriegt er ihn oben rechts rein. Henoch, Teklapp. So, das fing an mit Hahn. Der kann da überlegen bis morgen früh. Dann hat Wickel natürlich Pech, dass er abgefälscht ist. Und wurde dann nach einer klasse Vorstellung. Oh, 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 oh. Das sollte nicht passieren. Und das hätte ganz böse enden können. Da ist ein Sonnenschirm ist vom Dach gekracht. Du lieber Himmel. Ich glaube, ich befürchte, da hat es jemanden erwischt. Oh je, oh je, oh je. Und da werden die Sanitäter zur Hilfe gerufen. So, Sanitäter sind zur Stelle, aber es sieht aus, als wäre da nichts Schlimmes passiert. Der keinen Zugriff auf diese Partie bekommt. Stojanovic. Stojanovic, jetzt mal, das ist Elfmeter, ja, ja. Und da kann sich Simon Scherder aufregen, wie er will. Das ist ein Strafstoß. Das macht Stojanovic aber auch clever. Macht er sein drittes Elfmeter-Tor in einer Woche. Saisontor Nummer 13 on the line. Fakro oder Schulze-Nius? Oh, Schulze-Nius war dran, aber der Elfer ist zu gut geschossen. Malek Fakro mit dem Anschlusstor. 1:2, 35. Wir haben wieder ein Fußballspiel. Was würden die ohne diesen Stürmer machen? Dann Schulze-Nius war dran. Aber der ist wirklich sehr gut geschossen von Malek Fakro. Ich schau mal auf Wessels, was er anzeigt. Teklapp. Buchama. Das war zu wenig. Und jetzt gibt es sogar Gelb für eine Schwalbe. Ah, Freunde, und also du hast 4 Gelbe. Und es gibt gar keine Beschwerden von Yassin Buchama. Wickamp, Simon Lorenz, Marc Lorenz. Ich habe letzte Woche schon x-mal Simon gesagt. Ich will mich dafür entschuldigen. Und was hat Beckert denn da vor? Lorenz und die Möglichkeit, Getofian an die Latte. Chance lebt noch.
durch Wehkamp. Wooten. Wird das seine erste gute Aktion? Andrew Wooten, da fault sie sich gegenseitig. Wooten! Szene lebt noch. Wehkamp. Und dann ist Grund dazwischen. Kommt nicht verkehrt. Und Simon Scherder springt da dran vorbei. Beziehungsweise er springt nicht dran vorbei. Er köpft ihn dran vorbei. Ja, okay. Aber mit dem Rücken zum Ball im Hochspringen, im Kopfballduell. Also das Verständnis der Handspielregel. Also wer das zweifelsfrei versteht, der ist gut. Genau wie Wehkamp. Aber noch besser wäre es für ihn gewesen, den Ball im Tor unterzubringen. Dann würdest du deine defensive Stabilität natürlich ein bisschen aufgeben. Allerdings, die defensive Stabilität ist schön und gut, aber die liegen hier 2-1 hinten. Gute Flanke auf Wehkamp. Wickel muss hin. Kein Handspiel von Simões Ribeiro. Abel, Szene läuft noch. Wooten. Gündoğan. Gündoğan ins Nirgendwo. Die wird lang gezogen. Lang und länger und länger. Und Schulze News. Freistoß. Boah. Also, die ist ganz komisch gekommen, die Ecke. Und durch den Wind sehr schwer einzuschätzen. Fakro. Verfolgt von Remberg. Malek Fakro. Wo will er hin? Muss aufpassen, denn der hat schon gelb. Und jetzt fliegt er runter. Der hat vor 5 Minuten gelb gesehen und lappt sich dann sowas. Also erst der Ballverlust. Das kann ja passieren. Aber dann geht er so gegen Remberg nach. Und dann ist es einfach dämlich. Entschuldigung. Die letzte Kette. Der Preußen steht hoch. Der ist nicht verkehrt. Der ist super. Und Hanratz mit der wahrscheinlich und faktisch letzten Chance dieser Partie. Der SC Preußen Münster fährt Ligasieg Nummer 11 in Folge ein und begibt sich unaufhaltsam in Richtung dritter Liga. Die Preußen-Highlights werden präsentiert vom Gutenbecker Krimphove. Ein guter Tag beginnt mit K.